automatisch. Mit dem Joypad kannst du auch umschalten. Wie? Klickst du an den jetzt. Boah, ich tritt dir voll in die Klötze. Ja, siehst mal. Und ich hab mal was rausgefunden. Ja, hier meiner, ich weiß nicht, der frisst den Sprit, ey. Ja, ich bin auch schon wieder halb leer. Ui. Ja gut, ich hab die Kelly eben da den Berg hochgezogen, ne? Ja, soll ich warten? Dann kannst du auftanken. Bin doch schon hinter dir, Junge. Ah, okay, gut. Noch irgendwo eine Verdeckung. Ich hab mein Motor abgesoffen. Motor abgesoffen. Okay, Manni, dann... Ja, warte, ich bin neben dir. Gut. Mach dann eben die Verdeckung frei. Ja, und ich tanke Manni auf. Bäm. 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 Gut. Danke. Bitte. So, jetzt komme ich wieder zu euch. Dauert nur ein paar Sekunden. Ja. Ich kann nur im ersten Gang fangen. Schalt dich hoch. Ja, du musst anhalten und umschalten. Ja, das lernt man doch in der Fahrschule. Dass man jedes Mal, wenn man schalten will, anhaltet und hochschaltet. Mann. Ja. Dann ganz viel Gas gibt. Und das am besten vor der roten Ampel, die gerade auf grün schaltet. Ja, okay. Und wenn dann die Leute hupen, das ist dann nicht, weil sie dich hassen, sondern die lieben dich. Die finden das cool, was du da machst. Ja. Oder du machst es mal so wie ich. Das war auch mal cool. Vor mir steht einer, also hinter mir war nix. Vor mir hat dann einer vor der roten Ampel gehalten. Bei grün ist er nicht weitergefahren. Dann habe ich gewartet, bis er auf rot, bis wieder die Ampel rot ist. Bin ich ausgestiegen, habe bei ihm angeklopft und habe ihn gefragt, du, pass mal auf, eine Frage, war deine Lieblingsfarbe jetzt noch nicht dabei oder warum stehst du immer noch? Wir sind schon in der zweiten Rotphase. Und dann bin ich wieder umgedreht, der hat mich angeschaut. Hä? Ja, voll geil. Der hat mich angeschaut. Oh, warum habe ich jetzt 20 Schaden? Spinn ich? Durch den Scheiß, was wir vorhin gebaut haben? Boah, Manni. Hier wird nicht mehr gerammt, gell? Weil da kriegst du mehr Schaden zusammen wie bei ETS. Gut, bei ETS kostet es Geld, hier kostet es nichts. Ich müsste euch doch langsam mal wieder sehen. Nee, du hast die bestimmt verfahren. Oh, danke, Mann. Ja, waschen hätte ja nicht. Ja, aber waschen hätte schon auch gleich können. Und außerdem, da vorne rechts an der Tür ist sogar eine Dulle drin. Die hätte auch rausschlagen können, du. Ach, stehen die älteren Damen. Die älteren Herren immer noch hier. Der pennt. Mein Fahrer sitzt da drin und pennt. Wenn der nichts zu tun hat, dann pennt der. Ja, siehste. Dann geben wir was zu tun. So, aber dann ist er ganz schnell wach. John, kann ich mich bei dir mal ein bisschen tanken? Nein. Okay. Weil du brauchst so viel. Nein, Schmann. War einfach. Warte mal, ich glaube, das müsste reichen. Kelly, warte mal, bleibst du stehen? Ich glaube, das geht so auch. Ja. 99 Liter? Ja gut, dann tanke ich mich auch gleich noch. So, ich suche mal schon eine neue Rode zur. Und okay. Ich kann mir jetzt schnell mal was zum Rauchen machen. Pennt der da? Ihr müsst mal vorne beobachten und nichts tun. Dann seht ihr auch immer, wie der wegpennt. Ja, und wenn der auf dem Kreuz liegt schon und dich schiebt einer, musst du auch mal reingucken, weil der knallt mit dem Kopf immer gegen die Glasscheibe. Echt? Ja! Ja, der Wackeldackel. Der hat schon Genickbruch bei unserem Fahrstil hier. So, wir fahren wieder in den Schlamm. Was, wir fahren in den Schlamm? Ja. Oh. Bandrei, willst du mich hier ärgern? Wenn man hier der Straße folgt, kommt man zum Ziel. Ah, okay. Ja, Blinker kann ich leider nicht anmachen. Wieso nicht? Weil keine da sind. Und ist Opa Hengste? Nein, ich habe bloß mein Ding wieder angemacht. Weil wir jetzt wieder über Gelände fahren.
dass er wieder TÜV reinmachen kann, wenn ich es brauche. Ja, hier braucht man noch einen Zusatzprogramm. Hier kannst du fahren. Kelly, bist du da? Ja. Gut. Immer noch? Nein. Zwischen welchem Baum steckst du? Erle, Buche oder Tanne? Beide. Ich hab so einen Mischmasch gemacht. Mischwald. Ach, hier ist der Rand der Map. Ah, okay. Mutter, Entschuldigung. Sie sind am Ende der Map angekommen. Ja. Man müsste original mal wirklich bis zum schwarzen Dings fahren und gucken, ob man runterfällt. Mach doch. Ja, ja, mal. Da stehen so viele Bäume, da kommst du nicht durch. Kommt er noch mit, oder? Ja, ja, ich bin schon da. Ich sehe euch schon auch von der Ferne. Okay. Aha, von der Ferne. Wie weit? Was verstehst du von der Ferne? Manchmal ist bei Frauen 20 cm schon weit weg. Ja, das seid ihr Männer ja schon. Okay, jetzt sehe ich euch nicht mehr, aber ich habe gesehen, dass ihr abgebogen seid. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ja, warum? Na, nur so. Wieso? Weil hier keine feste Straße gehört. Na, die hat man ja überall. Also feste Straße hat man nirgends. Ja, so ein eingezeichneter Weg. Minimap fehlt auch, gell? Wäre auch cool. Eingebaut Navi, bitte nach 300 Meter rechts abbiegen. Oh Scheiße, da war ein Baggerloch. Bist du da reingefahren oder was? Warte. Ne, Mann, ist doch noch hinter dir. Ah, okay. Hey, der Holländer verliert schon nicht, ey. Ich bin kein Holländer. Du fährst ja mit Oranje! Mit Oranje! Du fährst ja mit Oranje! Wechsel mal den Schwarz an, hey. Ihr seid jetzt hier den Fluss einfach, Kein Fluss? Wir hatten keinen Fluss. Ihr seid doch hier durch ein Wasser gefahren. Ja, aber es ist kein Fluss. Das ist einfach so eine dreckige Pfütze. Schlamm. Der Fluss ist beweglich. Und fließt in eine Richtung. Ey, meiner ist gut, ey. Der marschiert ohne Diff, ohne alles, geht der überall durch. Ja, meiner auch. Meiner kommt irgendwie mit 5 km/h nur hier durch. Habe ich das Gefühl. Ach, sollen wir hier warten? Ja, hier ist die letzte Verdeckung. Ja, dann sag doch Bescheid. Ach, wir können auch mal einen. Nö. Ins Gestrüpp fahren hier. Nö, weil wenn ihr hängen bleibt, dann dauert es 10 Stunden, bis man mich rauszieht. Na komm, Opa, komm zurück. Wo seid ihr? Ihr seid nirgendwo abgebogen, ne? Hey! Ich hab mir Erfolg! Boah, hab ich mich sehr schwer. Hallo! Danke für das, dass ihr mich so noch müsst, außer in die Herzen fahren beim Alex. Schön. Ja, dann kann man jetzt aufhören. Müssen wir jetzt wieder dann den ganzen Weg zurück oder müssen wir jetzt hin? Warte, jetzt gehen wir ja auf die Karte. Also hier ist ein Gebiet. Da seid ihr, jetzt sehe ich euch. Wir müssen ja jetzt zur Werkstatt umrüsten, ne? Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich komme zu euch. Ja, kann man das nicht am Startpunkt machen? Nee, ist ja die Werkstatt. Achso, okay. Wo sind wir jetzt eigentlich? Dann müssen wir wieder zu Asphaltstraße zurück. Das ist die nächste Werkstatt. Und dann. Aber ich sehe gerade, für Stämme müssen wir mal durch den Fluss. Ja, wo die da fahren wir erstmal zur Werkstatt. Da ist Kelly, da bin ich. Also, ja, wir fahren den Weg jetzt hier zurück. Ja, bleib mal verstehen. Ja. Manni kommt schon. Kelly, zurück. Ja. Okay, dann fahren wir zurück Richtung Werkstatt. Dann markiere ich das mal. Okay, gut. Warte mal, nimm doch an. So, jetzt. Okay.
Hä? So fährt er ja nicht mehr zurück. Wann ist die Markierung drin, wenn ich Doppelklick mache, oder? Nö. Einmal klicken, einmal, oder? Einmal klicken. Und dann wieder von der Karte runter. Ah, okay. Gut. So. Nö, sehe ich immer noch nichts. Hallo? Wenn du das nicht okay drücken, dann klickt, macht er das wieder weg. Hab ich ja nicht. Auf der Karte ist es nur eingezeichnet, aber hier sehe ich jetzt nichts. Ja, du hast oben so einen Pfeil im Kompass. Ah, nicht jetzt, ja, jetzt. Okay, gut. Normalen Modus. Okay, das heißt, wir fahren da zurück, wo wir herkommen sind. Gut. Ja, genau. So, dann schauen wir mal, wer zuerst dran ist. So, da ist der Papa. Also einfach auf die Asphaltstraße zurück. Ja, ja. Und dann die Serpentine wieder hoch, oder? Nee, wir sind jetzt ja wieder hochgefahren. Wenn du die runterfährst, ist es falsch. Ja, ich meine ja hochfahren. Die Serpentine musst du gar nicht fahren. Ich bin ja bald schon wieder an der Straße. So, wie machen wir das mit dem Kraftstoff? Den kann ich natürlich dort an der Werkstatt nicht auftanken, oder? Nee. Wie viel hast du noch dabei? Ich habe jetzt noch, warte mal. V. Dabei habe ich noch 695 Liter. Ja, dann musst du zu einem der Kraftstoffquellen fahren und ihn auftanken. Oh je. Dann nochmal auf die Map. So, halt. Die nächste ist ja unten an den am Fluss, da wo wir das Blitz aufgetankt haben. Ja, toll grad. Da unten. Jetzt hab ich einen LKW getauscht, scheiße. Okay, ich wollte doch. Oh Mann. Ja, die bist du. Ach toll, jetzt muss ich wieder zurück. So. Nee, aber ich kann glaube ich dort. Nee, oder? Oh mein Gott. Jetzt gibt's wahrscheinlich viel zu lachen. Sonnenalarm unterwegs war. Jo. Der Hügel, Map, der Hügel. Kommt da wieder der Weg zurück, wie wir reingefahren sind? Nein, ich muss jetzt erstmal zurück hier zum Tankdepot. Ah ja, stimmt. Ah stimmt, jetzt oben Weg, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ja. Wir gehen jetzt wieder zum Start, ne? Ich hab nur noch 80 Liter drin. Okay. Wo bist du, Kelly? Ich bin in der Werkstatt, oder? Nee, ich bin weit von dir entfernt, Pap. Gut, bis bald. Jo, danke. Ja komm, gib mal Fersengeld. So, und dann, wenn ich dann da aufgetankt habe, muss ich zu euch hochkommen, oder was? Ja. Oder treffen wir uns dann irgendeinem Holzlager? Weil bis zum Holzlager müsste ja eigentlich kommen. Ja, bis dahin kommen wir auf jeden Fall. Gut, weil ja, dann fahre ich jetzt zum Sprit tanken. Und dann fahre ich zum. Ihr müsst doch bloß sagen, welches, zu welchem Stammding ihr fahrt. Ja. Okay, da steht jetzt gerade einer. Ja, da bin ich. Gut. So, jetzt muss ich gucken. Ne, wir fahren den Weg jetzt erstmal weiter. Jetzt weiß ich, warum meiner eben nicht in der Plätze gekommen ist. Aha. So. Ja. Ich verrate dich warum. Warum? Warten wir hier jetzt auf den Alex. Ja. Wahrscheinlich nicht hochgeschaltet. Nee, ich fahre immer im ersten Gang. Deswegen aber kommt ihr auch nicht in den Quark, ey. Nein, ich hatte die, ja. Jo. Noch alles drin, ne? Das eine hat sich noch drin, ne? Du kannst es dir denken, was, Papst.